Hi Lesefreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß mit einer neuen Folge von In 90 Sekunden. Dieses Mal möchte ich euch die Reise von Thorsten Woiwod vorstellen in 80 Buchhandlungen um die Welt. Und zwar hat Thorsten, bevor er beim Dumont Verlag angefangen hat, seinen Job hingeschmissen, kurz vor seinem 35. Geburtstag, also genau in meinem Alter, und hat das gemacht, was er schon immer machen wollte, nämlich hat eine Weltreise gemacht und dabei die schönsten Buchhandlungen der Erde angesteuert. Ein Teil der Route war fix und einen Teil hat er spontan gemacht. Und angefangen hat er in Asien und ist dann rüber nach Australien, dann in die USA und Südamerika und wieder zurück. Insgesamt hat er 80 Buchhandlungen besucht, darunter auch viele Filialbuchhandlungen. Ein paar Bibliotheken und außergewöhnliche Leseorte waren dabei. Er hat einen Arsch voll Leute getroffen, weil er sehr günstig gereist ist, also eher im Bus als im Flugzeug. Und er hat immer in Hostels übernachtet. Und was so das i-Tüpfelchen da drauf ist, ist, dass er auch Lesetipps aus den jeweiligen Ländern hat, wo er die Buchhandlungen besucht hat. Das finde ich sehr cool. Also so eine Mischung aus Reisebericht, wobei die Reiseteile und so eher kurz gehalten sind. Es gibt auch keine Fotos von ihm, sondern nur Fotos von der Buchhandlung. Und so eine kleine Liebesgeschichte ist auch dabei. Ich will jetzt nicht spoilern. Und dann wollte ich euch noch auf ein sehr interessantes Video aufmerksam machen. Nämlich Ilke von Buchgeschichten war in Norwegen unterwegs. Für den Gastlandauftritt wurden da Buchhändler, Presseleute und Blogger eingeladen und sie durfte sich da auch da tummeln und hat ein sehr, sehr interessantes Video dazu hochgeladen, das ich euch hier verlinke. Verratet mir doch, was eure Lieblingsbücher über Bücher sind, also Bücher über Büchernachen, über Buchhandlungen, sonstiges, egal ob es Fiktion ist oder Sachbuch. Das interessiert mich, da sammle ich gerade ein paar Bücher zusammen an und mehr dazu gibt es dann vielleicht demnächst in einem Video.